Kann loslegen. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz hier in der Johannisau. Ein ganz besonderer Gruß geht natürlich an die beiden Trainer, an unseren Gästetrainer, Herrn Vincent Wagner, und natürlich an unseren Trainer Daniel Ziemen. Recht herzlich willkommen. Wir haben vor 1132 Zuschauern ein 0:0 gesehen. Die Analyse zum Spiel. Herr Wagner, Sie haben als Erster das Wort, Ihr Statement. Ja, ich glaube, wir haben zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt in Fulda gespielt. Irgendwie haben wir nicht so richtig das Timing, wenn wir nach Fulda kommen. Wir hatten so das Motto die Woche, das Unmögliche möglich machen. So witzig das sich an, so, oder so übertrieben sich das anhört, aber in Fulda zu gewinnen. Wir sind jetzt zum dritten Mal hier, haben diesmal ein Unentschieden geholt. Ich glaube, so nah wie heute waren wir selten dran, muss man sagen. Aber uns war klar, was uns erwartet. Und wenn man sich die Aufstellung anguckt, sicherlich Fischer. Vielleicht vorne noch ein bisschen mehr Potenzial gewesen, aber Fulda hatte alles, was sie dann an Qualität haben und alles, was sie an Routine haben, war da. Grösch zusammen mit Frey in der Innenverteidigung, gar nicht mehr auf der 6. Ich war ja schon ein paar Mal hier in Fulda zu Gast, zum Beispiel vor 2 Jahren am dritten Spieltag habe ich mir mein erstes Spiel in der Regionalliga als Zuschauer angeschaut. Demzufolge war sehr, sehr klar, dass es extrem schwer wird, hier überhaupt zu gewinnen. Und ich glaube, Fulda wusste genau, worum es ging, hat sich voll fokussiert, hat das Maximum rausgeholt, hat man daran gesehen, dass der Rasen nicht gewässert worden ist. Damit ging es ja schon los. Also es wurde heute mit allen Indianertricks gearbeitet und es ist zulässig. Und wenn man dann einen Schiedsrichter erwischt, der das auch noch mit sich machen lässt, dann ist das so. Was ich halt ein bisschen schade finde, dass in der Halbzeitpause der Schiedsrichter zu mir sagt, ja, Herr Wagner, so einen Elfmeter wollen Sie nicht haben, das war sehr kleinlich. Sage ich, hey, das ist okay für mich. Und im Wortlaut sage ich dann, dann tun Sie mir nur einen Gefallen, schaffen Sie es einfach, das Spiel nicht zu entscheiden. Und ja, dann gibt es so einen Indianertrick, gelb-rote Karte, ist echt okay. Also ich meine, ich bin lang genug in der Regionalliga unterwegs, dass ich weiß, wie das funktioniert. Unser Spieler im 1 gegen 1 wird getrieben, wird geschubst, in der Sechser sticht raus, schmeißt sich dann hin. Es ist ein klares Foul, ohne Frage. Und da kann man bestimmt auch eine gelbe Karte für geben. Wenn ich mir dann angucke, dass seine erste gelbe Karte für ein taktisches Foul ist, wo man auch eine gelbe Karte geben kann, ohne Frage. Aber wenn mir dann jemand erzählt, er möchte nicht so kleinlich pfeifen, dann soll das dann bitte einfach tun. Aber es ist halt in der Liga, muss man einfach sagen, ich fahre jeden Spieltag fahre ich zum Spiel und habe nur eine Bitte seit mittlerweile 1,5 Jahren und habe nur eine Bitte, bitte lass den Schiedsrichter nicht das Spiel entscheiden, sondern einfach nur Fußball, neutral. Und wir brauchen uns ja auch nicht darüber unterhalten. Den Elfmeter kann man geben, den muss man nicht geben. Aber dass das dann auch eine Konzessionsentscheidung in unsere Richtung ist, brauchen wir uns dann auch nicht drüber unterhalten. Ja, und das ist dann halt ein bisschen schade, weil ich finde, die Jungs machen es gut, belohnen sich ein Stück weit nicht selber. Ich meine, wir haben zum zweiten Mal mit dem Stand von Unentschieden in der 70. Minute einen Elfmeter verschossen, den der Torwart auch wirklich gut hält. Also das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und am Ende des Tages haben wir dann im letzten Moment noch das Tor, was kein Tor war. Oder es war abseits, das stimmt, es war eine richtige Entscheidung. Das hat man im Spiel schon direkt gesehen. Es war ein bisschen schade. Auf der anderen Seite hat sich Fulda irgendwie auch den Punkt wieder verdient, so wie es beim letzten Mal sich das 1:0 verdient hat, weil ich finde halt das Beste in Phasen rausgeholt und deswegen war vornherein klar, es wird sehr, sehr schwer hier zu gewinnen und hatten nicht das nötige Quäntchen Glück und hatten auch einen Schiedsrichter, der ja, das auch schwer gemacht hat, muss man einfach sagen, weil phasenweise kleinlich, keine Kontrolle, auch in beide Richtungen nicht. Ja, und dann müssen wir am Ende des Tages mit dem Punkt leben. Und das ist dann okay. Auch wenn es sich nicht so gut anfühlt, tatsächlich. Herr Wagner, vielen Dank. Daniel, deine Einschätzung zu diesem Spiel? Ja, ich glaube, dass wir erstmal mit dem Unentschieden natürlich leben können. Ich glaube, dass die Jungs in der ersten Halbzeit defensiv einen ordentlichen, guten Job gemacht haben. Ich glaube, dass eine Hoffenheimer Mannschaft alles wegzuverteidigen einfach unglaublich schwer ist. Was mir in der ersten Halbzeit nicht gut gefallen hat, dass wir ja wenig bis gar keinen Mut mit Ball hatten und sehr, sehr früh auf lange Bälle eingestellt haben. Und das war, was mir überhaupt nicht gut gefallen hat, was wir dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht haben mit Ball. Und ich glaube, zu den Entscheidungen hat mein Trainerkollege schon genug gesagt. Da will ich jetzt nicht noch meinen Senf dazu geben. Ich glaube, dass einfach wichtig für die Jungs war, dass sie jetzt aus dem Spiel mitnehmen, dass wir einfach nach vorne hin viel, viel mutiger auftreten müssen, dass wir es können, dass wir es in den Phasen auch teilweise gut gemacht haben und dann halt einfach auch so einen Gegner vor Probleme stellen können.
Und nichtsdestotrotz, selbst in Unterzahl musstest du versuchen, eine gute Konterabsicherung hinzubekommen, weil einfach so viel Dynamik trotzdem noch vorhanden war. Das war mir dann nach der gelb-roten Karte teilweise ein bisschen zu wild. Da wollten wir zu sehr auf das Tor gehen. Da müssen wir einfach auch lernen, trotzdem die Ordnung zu behalten und dann halt einfach die Angriffe versuchen, ordentlich und sauber vorzutragen. Das ist uns dann in der Phase nicht so gut gelungen. Aber insgesamt können wir natürlich viel aus der zweiten Halbzeit mitnehmen. Und dementsprechend sind wir natürlich mit dem Ergebnis nicht ganz unzufrieden und nehmen den Punkt natürlich auch so gerne mit. Dankeschön. Daniel, vielen Dank auch an dich. Gibt es Fragen seitens der Presse? Walter sagt ja oder nein? Ich sag ja. Herr Wagner, was hat Ihnen denn gefehlt, um aus der fußballischen Gelegenheit der ersten Halbzeit ein Tor zu machen? Ein Tor schießen? Also, wie viele Chancen? Also, wir spielen halt Regionalliga-Fußball. Und das muss man halt sagen, das hat uns die ersten Spiele unsere Punkte gekostet. Ich meine, wie gesagt, wir haben auch das zweite Mal einen Elfmeter verschossen, jetzt beim Standort unentschieden, wo das Spiel unentschieden ausgeht. Wir spielen halt keine Mickey Mouse Ananas-Liga. Das ist so. Und Barockstadt ist richtig gut und die sind halt einfach gut im Verteidigen. Und die waren letztes Jahr nicht umsonst die beste Defensive oder mit die beste Defensive. Und das Personal war da, um die Top-Defensive zu stellen. Und wie gesagt, wenn dann Ganime verletzt ist, wenn Grösch verletzt ist, wenn Frei verletzt ist, ja, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also wenn von den drei nur einer fehlt, dann ist Fulda nur halb so stabil. Aber wenn die halt da sind, plus die anderen Jungs, die ordentlich arbeiten, und da kreiert man halt nicht mehr Chancen. Nur die Chancen, die wir hatten, das waren dann zwei gute, zwei halbe, so würde ich es mal nennen, aber die waren dann doch schon klar genug. Ich glaube, der Ballstand lag zweimal, drei Meter vom Tor völlig frei und wir kriegen ihn bei der Ecke nicht über die Linie gedrückt. Da musst du halt einfach ein Tor schießen. Schaffst du das nicht, ist der Gegner gut genug, sich rein. Wie gesagt, Trainerkollege ist ja auch ein guter Trainer und stellt die dann in der Halbzeit ein und passt dann ein bisschen an. Und dann sind es meine Mannschaft auch noch jung und dann kommt der Klassiker, dann kommen so zwei, drei Fehlpässe dazu, die gegnerische Mannschaft beißt sich rein und dann wurde es ein bisschen wilder, war es dann nicht mehr ganz so dominant. Also es gehört auch immer ein guter Gegner dazu, der es heute auch wieder ordentlich gemacht hat und auch wenn das immer manchmal schwer zu vermitteln ist, ihnen glaube ich nicht, aber den jungen Jungs in der Regionalliga gewinnst du kein Spiel einfach so. Das ist eine Profiliga mittlerweile und wenn du ein bisschen nachlässt, dann reicht es dann halt vielleicht nicht mehr. Weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende, beende die Pressekonferenz und Herr Wagner, für Sie und Ihre Truppe gute Heimreise. Dankeschön. Bitte schön. Daniel. Alles Gute, gute Heimfahrt und vor allen Dingen gute Besserung an euren Spieler.